Pött, denn unsere nächste Rednerin ist die Staatsministerin. Schönen guten Abend, Professor Monika Grütters, grüße Sie. Und jetzt haben wir gerade schon gehört vom Generalsekretär in neuer Funktion, für Sie auch erstmalig. Was ist das ganz Besondere an dieser Veranstaltung? Naja, dass man früher tatsächlich mit Tricks versucht hat, seine Mitarbeiter und Freunde hier noch einzuschleusen, wenn das auch meistens erst am Abend war, wenn die Party ging und nicht zur Eröffnungsrede. Aber insofern freue ich mich auch, dass ich das jetzt mal in dieser neuen Funktion hier versuchen kann. Ja, und das ist ja jetzt auch schon alles bestens gefüllt. Also jetzt und nachher bei der Veranstaltung. Ich darf auch Ihnen das Wort geben. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ja, lieber Herr Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, ich mache es jetzt mal ganz korrekt, weil er sich auf die einfache Formel reduziert hat. Lieber Generalsekretär der CSU, Herr Andreas Scheuer ist hier, die Ministerpräsidentin aus dem Saarland, Frau Kramp-Karrenbauer, freue ich mich, unser Spitzenkandidat für Europa, David McAllister. Sie am Samstag noch in Münster, meiner Heimatstadt, gesehen. Finde ich toll, dass wir hier jetzt auch wieder zusammen sind. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, zahlreich wie immer. Und natürlich, liebe sehr verehrte Damen und Herren aus dem Medienbereich, liebe Gäste der CDU Media Night. Tatsächlich, ich freue mich, dass ich als Kulturstaatsministerin heute zu Ihnen sprechen kann. Und natürlich, erst hieß es, es ginge mehr um das Thema Medien, aber natürlich geht es um das Thema Digitalisierung. Wie sollte es anders sein? Und ich finde es aber auch klasse, dass es die Chefin war, die sich diesen Schwerpunkt gewünscht hat, ob europäische Medienpolitik im Zeichen der Konvergenz, mediale Aufmerksamkeit der Digital Natives oder auch der Wert gelebter informationeller Selbstbestimmung in Zeiten von Facebook, YouTube und grenzenloser Vernetzung tatsächlich digital ist überall, also auch hier. Aber was bedeutet das für unsere Kultur- und Medienpolitik? Und ich nenne ganz bewusst beide Politikbereiche, weil ich der Überzeugung bin, dass sie sich mit Blick auf die Inhalte und vor allen Dingen aber auch auf den Menschen, nicht voneinander trennen lassen. Roger Willemsen formulierte vor knapp 10 Jahren, also nicht jetzt, als er da im Bundestag uns alle mal beobachtet hat, sondern wirklich vor 10 Jahren, ich zitiere, wenn dereinst die Kulturgeschichte dieser Jahrhundertwende, vor 10 Jahren, verfasst wird, dann muss ein futuristischer Dialektiker der alten Schule auftreten und sagen, die Menschheit habe sich zur Abschaffung des Menschen eben jenes Mediums bedient, das einmal zur Selbstreflexion des Menschlichen angetreten sei, des Fernsehens. Ich vermute, dass Willemsen heute ganz Ähnliches für die digitalen Medien formulieren könnte. Pointiert, aber deshalb nicht weniger zutreffend, mahnt dieser Satz uns, bei aller Virtualität nicht den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Der Freiheitswert einer demokratischen Gesellschaft misst sich auch und gerade im digitalen Zeitalter an ihrer kulturellen und medialen Vielfalt und das heißt auch deren Unabhängigkeit. Deshalb gehört es auch weiterhin zu den elementaren kultur- und medienpolitischen Aufgaben, Strukturen zu schaffen, die ein paar Dinge fördern, Kreativität und Schaffenskraft und die hierfür eben auch eine stabile wirtschaftliche Grundlage schaffen. Ein starkes Urheberrecht zum Schutz geistiger Arbeit, Chancengleichheit im Wettbewerb und daher auch eine zeitgemäße Regulierung auf allen Ebenen, Netzneutralität, diskriminierungsfreier Zugang zu Distributionsplattformen und die Auffindbarkeit von im öffentlichen Interesse liegenden Programmen. Das sind nur einige Themen und die auch nur stichpunktartig, die mir und uns im Interesse unserer nationalen Medienwirtschaft, aber eben auch der Rezipienten wichtig sind. Denn über das, was der Zuschauer sieht oder hört, dürfen eben nicht ausschließlich einige wenige Endgerätehersteller, Plattform- oder Netzbetreiber bestimmen. Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Medien- und Inhalteanbieter gegenüber Konkurrenten wie Netflix, Amazon, Apple und Google, auch die Vertreter davon sind hier, der befürchtet schon immer, dass das wieder kommt, aber trotzdem müssen wir verteidigen. Das bedeutet auch, für alle müssen die gleichen Spielregeln gelten. Sehr aufmerksam haben wir alle die jüngste Debatte zwischen Eric Schmidt und Matthias Döpfner verfolgt. Wir haben Angst vor Google, schreibt Döpfner und weiter, ich zitiere, die Sorge vor der wachsenden Fremdbestimmung durch diese eine alles bestimmende Spinne im Netz treibt nämlich nicht irgendwelche analogen Dinosaurier um, die das Internet nicht verstanden und deshalb Angst vor allem Neuen haben. Nein,
Es sind vielmehr die Digital Natives und darunter die Jüngsten und Bestinformierten. Zitat Ende. Verantwortung ist deshalb für uns ein wesentliches Fazit dieser Debatte. Ein globaler Konzern und beinahe Monopolist wie Google muss verantwortlich mit seiner Macht umgehen. Auch er muss Werte und Prinzipien anerkennen, die unabhängig von Markt und Umsatz bestehen. Denn, und das erfahren wir immer wieder, und das macht auch Sorge und Angst, aus Datenhoheit kann sehr schnell eine Deutungshoheit werden. In ihrem eigenen Interesse müssen deshalb aber auch die Nutzer Verantwortung für den Umgang mit ihren eigenen Daten übernehmen und Verantwortung muss, und das gilt natürlich auch an uns adressiert, die Politik kennen, hier in Berlin, aber das wissen wir vor allen Dingen auch in Brüssel. Ein starker Ausdruck unseres Selbstverständnisses hier ist eben auch die Deutsche Welle, unser starker Auslandssender. Die Krisen in der Ukraine und der arabische Frühling oder das, was davon noch übrig geblieben ist, zeigen uns einmal mehr, wie wichtig unabhängiger, freier Journalismus ist. Die Deutsche Welle steht eben für die Grundfesten einer demokratischen Gesellschaftsordnung und damit für die Geltung universeller Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit. Wenn man sich den Wettbewerb mit den vielen anderen neuen Auslandssendern aus China, aus Russland, aus der arabischen Welt anguckt, wo es eben gerade nicht um Freiheit der Meinungsäußerung, sondern um gezielte, teilweise propagandistische, auch mit Zensur verteidigte PR geht, dann ist das umso wichtiger, dass wir an unserem Auslandssender eben festhalten. Die Geltung universeller Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, das ist immer unser Interesse. Trotz des verschärften Wettbewerbs eben um die Aufmerksamkeit ist es der Deutschen Welle in den letzten Jahren dabei, und das ist nicht banal gelungen, die Nutzung ihres Angebots um fast 20% zu steigern, und wir sind jetzt bei mehr als 100 Millionen Zuschauern pro Woche. Das ist ein Beleg auch für ihre hohe Glaubwürdigkeit, aber wir finanzieren sie ja immerhin sehr gründlich, einer der größten Posten in meinem Etat, eben auch ihrer Notwendigkeit. Wir tun sehr gut daran, sie weiter zu stärken. Und dafür möchte ich eben auch ausdrücklich in diesem Kreis, es geht immer auch um Gelder und um Wettbewerb, doch auch in diesem Kreis werben. Kulturelle und mediale Vielfalt erfordern aber eben auch stabile Rahmenbedingungen. Und deshalb komme ich auch hier gerne mal zum Thema Film. Einer dieser Eckpfeiler ist die Filmförderung des Bundes, mit der wir Verantwortung eben auch für einen vielfältigen und, gerade wenn wir hier sprechen, kulturell anspruchsvollen, nicht nur wirtschaftsgut, kulturell anspruchsvollen Film übernehmen. Wie Sie wissen, hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit übrigens unseres Filmfördergesetzes, da ging es ja auch um die Konkurrenz zum Thema Wirtschaft, voll bestätigt. Ein Sieg auf ganzer Linie, den wir fast so ausführlich, es wird genickt, gar nicht erwartet hatten. Und mit, wie ich glaube, sehr grundsätzlicher Bedeutung auch, was die Bundeskompetenz für Kultur, das ist ja eigentlich Ländersache, liebe Frau Kramp-Karrenbauer, wir wissen das alle, aber doch noch mal einmal explizit bestätigt hat. Es kommt ja nicht oft so vor, dass gerade Gerichte Sätze sagen, die man sich am liebsten einrahmen möchte. Aber ich zitiere mal einen, der in diesem Gesetz stand. Da heißt es, dem Bund ist es nicht verwehrt, in der Wahrnehmung aller seiner Kompetenzen auch auf Schonung, Schutz und Förderung der Kultur Bedacht zu nehmen. Zitat Ende, das ist doch mal was. Und wir haben uns gefreut, dass gerade das Kulturgut Film in seinem Doppelcharakter Wirtschaft und Kultur uns diesen Satz beschert hat. Unser Beitrag zu dieser europäischen Vielfalt dann auch ist zum Beispiel ein lebendiger Filmstandort Deutschland. Einer der wichtigsten Grundpfeiler, wissen wir hier alle, ist der Deutsche Filmförderfonds. Dafür stehen 60 Millionen Euro zur Verfügung. Das, was im Eckwertebeschluss, im Regierungsentwurf in den vergangenen 4 Jahren drin stand, und ich verteidige die Fortschreibung eben auch auf diesem Niveau, denn der DFFF hat gezeigt, dass mit seiner Hebelwirkung natürlich ein Vielfaches der eingezahlten und geförderten Fördersumme am Ende am Filmstandort Deutschland auch zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Die gesamte Filmförderung aber, auch das lohnt sich mal zu sagen, beträgt in bei mir im Haushalt 110 Millionen Euro über Preise, Festivals in DFFF bis hin zur Berlinale. Und das ist mehr als alle anderen Förderbereiche zusammen an finanziellen Zuwendungen bekommen. Das an die Adresse der anwesenden Filmwirtschaft auch noch mal gesagt. Film, Tanz, Musik,
Bildende Kunst kriegen zusammen nicht so viel wie der Film, und das sind 110 Millionen Euro bei mir im Jahr. Das zeigt natürlich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und wir haben das erfolgreichste Filmjahr seit langem hinter uns mit 26% Marktanteil deutscher Filme hier insgesamt, ein sensationeller Wert, nähern wir uns langsam dem Vorbild Frankreich. Und dazu kommen ja einige Besuchermillionäre wie Fuck you Goethe, Medicus und so weiter. Am Freitag ist die Verleihung des Deutschen Filmpreises, da werden wir davon wieder mehr hören. Sehr geehrte Damen und Herren, Bill Gates mag ja ein großer, grandioser Visionär gewesen sein mit seiner Prognose, in 5 Jahren wird das Fernsehen tot sein, lag er